Ich hoffe, dass die Klimadiskussion bald auch wieder losgeht, denn es ist einfach total wichtig. Auch, dass die Kinder wieder demonstrieren an den Freitagen, finde ich gut. Ich bin selber einmal mitgegangen bei so einer Klimademonstration, bin ich mitgelaufen und das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und es hat mich nachhaltig auch in meinem täglichen Leben wirklich beeinflusst. Ja? Ich fliege jetzt zum Beispiel viel, viel bewusster. Ja, und das tut mir total gut. Ich bin neulich geflogen von Köln bis rüber nach Düsseldorf. Es gibt keine Strecke, bei der weniger Kerosin verbraucht wird. So gesehen. Ne? Und danach habe ich gedacht, Johann, da hättest du auch mit dem Taxi fahren können. Wäre wahrscheinlich das Gleiche gewesen, ne? Von der Zeit her. Ich habe neulich mit einem befreundeten Wissenschaftler gesprochen. Der hat zu mir gesagt, Johann, der Planet wird nicht mehr lange machen, wenn wir genauso weitermachen. Er hat gesagt, 100 Jahre, noch maximal noch 200 Jahre. Und dann hat er gesagt, dann ist Feierabend mit diesem Planeten, so wie wir ihn kennen. Und als er das gesagt hatte, da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Jochen, habe ich zu ihm gesagt. Mensch, Jochen. Ja, der heißt gar nicht Jochen. Der heißt Andreas. Aber ganz im Ernst, was ist das für ein Name? Also habe ich zu ihm gesagt, Jochen. Jochen, das ist doch Quatsch, 100, 200 Jahre. Jochen, überleg doch mal, was wir schon alles machen, um dem Planeten zu helfen. Jochen. Jochen, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Jochen, es gibt jetzt Unverpacktläden. Unverpacktläden. Jochen, wir brauchen bald überhaupt keine Verpackungen mehr. Jochen. In einen Unverpacktladen, Jochen, da gehst du rein. Ja, da gehst du einfach rein. Ja, und dann kriegst du da den Reis. Keine Ahnung. In die Hände geschüttet. Ganz natürlich, so wie früher. Dann die Nudeln. Die lässt du dir von der Verkäuferin in die Buchse schieben. Das ist total geil. Und dann ziehst du deine Schuhe aus und da kommt lose der Kaffee rein. Und dann gehst du auf Socken nach Hause. Ganz natürlich, so wie früher. Und da sagt er, nimm doch eine Holzkiste mit. Da habe ich gesagt, Jochen, eine Holzkiste, Alter, wie genial ist denn das? Natürlich, dann kann man ja die Schuhe in die Holzkiste tun. Aber Jochen, eine Frage bleibt, wie soll ich die Holzkiste transportieren? Ich bin auf Socken und ich habe beide Hände voll Reis. Naja, irgendeiner muss die Holzkiste nehmen, ins Taxi packen und dann ab zum Flughafen. Ja, und das will ich sagen. Alles korreliert miteinander. Alles hängt in Verbindung. Korreli, korrela. Wie es die Koreaner sagen. Ja. Alles bedingt sich gegenseitig, weltweit. Machst du irgendwo auf der Welt irgendwas hoch, dann weißt du genau, irgendwo anders geht dafür irgendwas runter. Ist doch ganz klar. Wir nehmen ein Beispiel. Wir nehmen ein ganz einfaches Beispiel für Corelli Corella. Wir nehmen Beispiel Kerosin. Einfaches Beispiel. So, Kerosinverbrauch rauf. Antarktis runter. Antarktis runter. Meeresspiegel rauf. Meeresspiegel rauf. Holland runter. Wir haben am Ende mehr Platz zum Segeln, aber eben auch sehr viele schlecht integrierte Holländer hier rumlungern. Und da habe ich keinen Bock drauf.